Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders, den Matthias Langwasser hier neben mir zu sitzen zu haben. Hallo, lieber Matthias, herzlich willkommen hier auf meinem Hallo, Kanal. liebe Silke. Ja, gerne. Freue mich auch. Matthias, du bist ja der Gründer vom Regenbogenreis-Shop. Auf dich bin ich schon vor einigen Jahren aufmerksam geworden. Du hast nämlich so diese fantastische Amazonas-Darmreinigung, bietest du bei dir an. Und die habe ich auch schon erfolgreich gemacht. Die habe ich auch schon wieder bei mir in der Küche stehen. Ich hatte auch damals von dir ein Kochbuch. Du hast ja auch mit einem der ersten veganen Kochbücher geschrieben. Du warst so als reisender veganer Koch unterwegs. Und das Spannende ist, das wusste ich ja auch lange nicht, damit bist du jetzt erst dieses Jahr in die Öffentlichkeit getreten. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, Reise in die Freiheit. Und das Faszinierende war, du bist mit ganz jungen Jahren nach der Schule, nach dem Abitur, warst du 2 Jahre in der Wildnis unterwegs. Ich glaube, Frankreich, Spanien, warst du Frankreich, Spanien. Ja, genau. Einfach nur mit dem Rucksack hast du wirklich nur das Nötigste mitgenommen. Ich glaube, nicht mal Wechselwäsche oder so. Du hattest von allem ein was dabei oder wenig, also so Ja, wenig. genau. Das stimmt von einem, ne, ein T-Shirt, eine Hose und Genau. so weiter. Genau. Dann haben wir gedacht, das ist aber echt sportlich und wirklich mit so wenig Ballast wie möglich. Du bist einfach losgezogen und hast dich die 2 Jahre auch fast nur von dem ernährt, was du in der Wildnis gefunden hast. Reife Früchte, Mandeln, Walnüsse, Kräuter. Du hattest manchmal, oder du hattest dann auch regelmäßig, ja, nette Menschen vor Ort getroffen, die dich auch eingeladen haben. Ich kann mich erinnern, die haben dir sogar mal so ein kleines Haus zur Verfügung gestellt. Wir waren in der Nähe auch, konntest du dich dann auch, gab es Obst und Kräuter, und hast du dich auch auf die Suche gemacht nach Essbarem. Also es ist wirklich faszinierend, wenn man im Vertrauen ist, was einem da geschenkt wird und welche, du hast hochspannende Erfahrungen gemacht. Also ich würde jedem dieses Buch empfehlen, wirklich sehr, sehr inspirierend, weil du hattest auch in dieser Zeit Zugang, das kam immer wieder durch zu deinen so geistigen Führern oder zu der inneren Stimme. Also es war für mich so faszinierend. Ich habe wirklich manchmal Gänsehaut und du hattest so viele Erkenntnisse in deinen jungen Jahren über die Welt, in welchen Strukturen wir leben, ne? Auch über die Schulzeit, deine Eltern, das kommt immer wieder durch. Genau, und ich möchte dich jetzt nochmal bitten, für meine Zuschauer einfach mal zu erklären, woher dieser Freiheitsdrang kam, ja, wie du auf die Idee gekommen bist, oh, ich gehe jetzt einfach mal in die Natur. Und unabhängig und schau einfach, was kommt. Also, sehr spannend. Gerne, gerne. Also der Freiheitsdrang, der kam wirklich daher, dass ich mich so ganz lange im Gefängnis gefühlt habe, ne? Also obwohl ich gut in der Schule war, bin ich trotzdem, habe ich es gehasst, in die Schule zu gehen. Ich bin morgens schon aufgewacht und dachte, oh Scheiße, ich muss wieder in die Schule, ne? Weil ich einfach schon gefühlt habe, also schon als Kind gefühlt habe, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich habe gefühlt, dass es nicht richtig sein kann, dass wir zu etwas gezwungen werden, was wir gar nicht tun wollen, ne? Dass da Erwachsene oder Lehrer vorne stehen und uns bewerten, ne? Uns Noten verpassen oder uns bestrafen, ne? Mit Nachsitzen oder irgendwelchen Aufgaben oder Strafarbeiten oder was auch immer, ne? Oder mit schlechten Noten bestrafen. Also diese ganzen Dinge, ne, habe ja Abitur gemacht, das heißt, ich war 13 Jahre in der Schule. Und das ist ja eigentlich der größte Teil der Kindheit ist dann eigentlich weg, weil du verschwendest deine Lebenszeit auf irgendwelchen komischen Holzstühlen und die unbequem sind, ne? Und lernst Dinge, die du nie wieder brauchst, ne? Und die dich auch gar nicht interessieren und wo auch keine Freude dabei ist und so. Und also jetzt kann ich das natürlich ganz genau benennen, was da alles schiefgelaufen ist, aber ich habe es als Kind gefühlt. Ich habe einfach gefühlt, hier stimmt einfach was nicht, weil ich will frei sein. Ich will, wenn ich auf einen Baum klettern will, dann ist es doch meine Entscheidung, ist doch mein Leben. Wie kann mir ein Lehrer mich dazu zwingen, hier auf dem Stuhl zu sitzen, anstatt auf den Baum zu klettern? Ja, also das habe ich einfach schon als Kind nicht eingesehen, ne? Und deswegen war das für mich eine ziemliche Qual. Und musste dann ja, nachdem ich dann das Abitur gemacht hatte, gab es damals noch also Wehrpflicht, ne, in Deutschland. Und ich habe dann halt klar den Wehrdienst verweigert und dann stattdessen, ich nenne das ja Buch Zivildienst, also Zivildienst gemacht. Und das war halt, da wurde ich halt auch wieder gezwungen, was zu machen, was ich nicht wollte, ne? Und als das dann vorbei war, dann war für mich klar, ab jetzt lebe ich wirklich
gehe ich diesem Freiheitsdrang echt nach. Ne? Und habe mir dann auch so geschworen, dass ich nie wieder irgendetwas tun werde, woran ich keinen Spaß habe. Und deswegen ganz bewusst entschieden, kein Studium zu machen, keine Ausbildung und erstmal die Natur zu gehen. Und der Grund, warum ich halt mich entschieden habe, halt in die Wildnis zu gehen oder die Natur, war einfach, dass ich die Natur schon immer geliebt habe und auch schon immer viel Zeit in der Natur verbracht habe. Und ich wollte noch intensiver in der Natur sein, also so richtig Tag und Nacht und mich aus der Natur ernähren, ne? Und auch eben raus aus diesem alten System, raus, mal komplett raus aus allen alten Strukturen und mich selbst finden. Ne? Also ich wollte herausfinden, wer bin ich, was ist meine Lebensaufgabe, warum bin ich hier? Und das waren eigentlich so verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, dass ich mich da auf die Reise gemacht habe. Und also man kann in deinem Buch genau die ganzen Erfahrungen nachlesen, sehr faszinierend. Und was hat das mit dir, also wirst du sagen, das hat dein Leben entscheidend geprägt, für dann wie es weiterging? Was war so die wichtigste Erkenntnis daraus eigentlich, diese 2 Jahre in der Wildnis? Also es gab natürlich sehr viele Erkenntnisse, ne? Und die Zeit hat mich total geprägt. Also ich bin sicher, dass ich wirklich als verwandelter Mensch als zurückkam auch, ne? Also einfach die Verbindung zur Erde, ne? Das war vielleicht eine der prägendsten Erfahrungen. Also diese, ich habe mich so geborgen und so glücklich in der Natur gefühlt. Und dadurch, dass ich mich ja direkt aus der Natur ernährt habe, habe ich natürlich auch so eine tiefe Dankbarkeit entwickelt für diese Schätze, die uns so geschenkt werden, für die Fülle der Erde, weil ich habe oft auch so eine Fülle erlebt, Fülle an Obst, Fülle an Nüssen, ne? Oder Kräutern oder Blumen. Und also so eine tiefe Verbundenheit zur Erde, ne? Das hat mich, die ist wirklich in dieser Zeit auch entstanden. Und ich habe ja danach noch weitere 7 Jahre in der Natur gelebt, im Wald. Das heißt, ich habe da diesen Lebensstil ja fortgeführt, nur dass ich da nicht mehr gereist bin oder gewandert bin, sondern einfach einen festen Ort hatte. Oder auch eine ganz wichtige Erkenntnis war auch, dass ich immer mit allem versorgt werde, was ich brauche. Ne? Weil klar hatte ich auch oft Hunger, das ist auch logisch, wenn man sich also nur aus der Natur ernährt, aber ich habe keinen einzigen Tag erlebt, wo ich nicht irgendwas zu essen gefunden hätte. Ne? Also ich habe wirklich immer was gefunden, manchmal auch sehr spät. Ne? Und da ist einfach auch so ein Gefühl entstanden oder ein Wissen entstanden, dass ich immer versorgt werde, ne? dass die Erde oder auch Gott mich halt immer mit allem versorgen, was ich brauche. Da ist auch so ein ganz tiefes Vertrauen entstanden. Genau, das kam auch immer durch, dass immer dieses Vertrauen, also man muss schon wirklich viel Vertrauen haben, da 2 Jahre damit ist und dass sich um einen gekümmert wird, also dass sich um einen gesorgt wird. Also man findet zu essen, man findet einen Platz zum Schlafen, da gehört ja viel Vertrauen dazu. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass das auf dich sehr stärkend gewirkt hat. Und mich hat auch immer fasziniert, wenn du so beschrieben hast, du warst ja dann auch immer recht frei, ne? So wenn du alleine warst, Klamotten weg, baden, Kundalini-Yoga und sich dann so danach auf den Boden legen und dann so mit der Erde verschmelzen und dann so, ja, mit allem eins werden und wie sich der Körper anfühlt, was du so für Gedanken hast, ist schon wirklich faszinierend. Und ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch mal diese Erfahrung machen kann, was es heißt, so eins mit allem um einen herum zu werden. Ne? Weil wir leben ja doch auch in einer sehr künstlichen Welt, in einer sehr aufindoktrinierten Welt, was man zu fühlen hat, was man zu denken hat. Und es ist wirklich faszinierend, eine sehr schöne Reise in die Freiheit, definitiv. Und du hast ja kurz angesprochen, du warst ja danach wieder in der Natur. Du hast nämlich dann 7 Jahre, das war aber, also in dem Buch geht es eher um die 2 Jahre in der Wildnis. Ja, genau. Das weiß ich ja auch, das hattest du ja auch erzählt, du warst dann 7 Jahre, hast du Permakultur gemacht in Deutschland, hast gesagt, und warst fast komplett unabhängig. Also Strom, Wasser hattest du? Also Strom? Genau, ich hatte eigenen Solarstrom, ich hatte einen eigenen Brunnen und habe ja komplett alles selber angebaut, was ich brauchte zum Essen. Das heißt, ich war wirklich komplett autark, ja. Das war in Deutschland, das heißt auch über den Winter. Also du hast ja dann so angebaut, dass du dir einen Vorrat hattest und hast den auch dementsprechend gelagert und bist so wirklich gut über das Jahr gekommen. Du hast nur ja, super, super. Also ich bin so gut über das Jahr gekommen. Ich habe
Ich habe auch immer mehr angebaut. Also ich habe ungefähr so viel angebaut, dass es für ungefähr 10 Leute gereicht hat. Ne? Ich habe ja dann auch mein Essen immer mit für die Seminare, zu den Seminaren genommen, also für die ich gekocht habe. Und ja, also ich habe oft, es war immer eigentlich sogar zu viel. Ne? Ich hatte immer zu viel, auch zu viele Äpfel oder zu viele Möhren oder zu viele Pastinaken. Ich konnte es gar nicht alles. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, Gemüse anzubauen, auch in größeren Mengen. Und als Einzelperson kannst du natürlich auch nicht so viel essen. Ne? Ich habe, wie gesagt, dann auch viel verschenkt und so. Aber es war eine unglaubliche Fülle, die ich da hatte. Aber es ist auch in Deutschland möglich, ne? Sich fast komplett unabhängig. Du hast nur ganz wenige Sachen. Olivenöl, Salz hast du, glaube ich, erzählt. Ja, Olivenöl und Salz habe ich gekauft, aber ansonsten habe ich nichts gekauft, ne? an Nahrungsmitteln, weil ich einfach alles selbst hatte. Ja, also das ist absolut möglich. Ich meine, die Menschen in Deutschland haben ja früher auch sich selbst versorgt. Ne? So. Das ist möglich, auch in Deutschland. Ne? Viele denken, man muss dazu irgendwo ins Warme gehen, irgendwo ins Ausland gehen, aber du zeigst, es wäre auch in Deutschland möglich. Genau, es ist definitiv möglich. Es ist natürlich im Warmen, klar, es ist leichter, ne? Aber man kann ja ganz viel über den Winter einlagern, so wie das früher eben die Menschen in Deutschland auch gemacht haben. Ne? Es gab ja ganz viele Methoden der Haltbarmachung, die trocknen, Milch sauer einlegen oder früher haben die Leute ja auch eingekocht und sowas. Ne? Aber das habe ich natürlich nicht gemacht als Rohköstler, sondern ich habe einfach nur Milch sauer eingelegt und eingeladen, ne? Zum Beispiel das ganze Sachen wie Sellerie, Pastinaken, Schwarzwurzeln, Möhren, die ganzen Kohlsorten und so, das habe ich alles in Sand eingelagert, in der Erde. Ne? Ich habe also ein riesen Loch gegraben, also bevor der Winter anfing und habe dann da praktisch mein ganzes, und habe da noch so einen richtigen Kasten gebaut, also so mit, wegen den Wühlmäusen, da gab es sehr viele Wühlmäuse auf dem Gelände, sodass die halt da, weil die hätten ja natürlich alles weggefressen. Ne? Und dann habe ich praktisch da so richtig tief, weil es muss ja, die Frostgrenze ist ja 80 Zentimeter, das heißt, der musste richtig tief sein. Also ich habe das so tief gegraben, also richtig groß, also so vielleicht, ja, so, keine Ahnung, 3 Meter lang, 2 Meter breit oder so, ne? Und dann richtig tief. Und da habe ich dann alles eingelagert, ne? In Sand. Und das hat wunderbar funktioniert. Das ist möglich, ne? Dann, ja. Danach warst du ja, du warst ja dann weiter in Deutschland, ne? Hast du ja dann auch den Regenbogenkreis Shop gegründet und was auch gut ist, du spendest ja auch immer so an Regenwald, man unterstützt ja damit auch einen Regenwald, da gibt es ja auch Informationen bei dir auf der Seite, auch so generell auch informative Artikel zu verschiedenen Produkten oder zu verschiedenen Sachverhalten und ich würde jetzt gerne die Brücke schlagen, es ging um die Reise in die Wildnis, als du damals jung warst, 2 Jahre und du bist ja immer noch auf dem Weg zur Freiheit und vielleicht diejenigen, die dich vielleicht jetzt schon verfolgen, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, den werde ich oben verlinken, da kann man das ja jetzt ein bisschen mitverfolgen. Du bist nämlich gerade in Portugal. Also du bist gerade irgendwo in einem Häuschenhaus in Portugal. Und du planst mit deiner kleinen Familie, euch da auch etwas zu suchen und wieder Richtung Selbstversorgung zu gehen, sich so unabhängig wie möglich zu machen. Magst du dazu nochmal was erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie sich die Suche so gestaltet? Ja, gerne. Also man muss dazu wissen, ne, dass ich war ja auf diesem Gelände, ne, diesem Permakulturgelände, das waren 2,5 Hektar und ich wollte da wirklich halt bleiben, ich wollte da auf keinen Fall weg. Ne. Ich habe dieses Gelände total geliebt, habe da eben dieses, ne, das ist so wie ein Paradiesgarten da entstehen lassen. Und es war aber so, dass ich mit den Besitzern, hatte ich einen Vorvertrag, dass ich also das Gelände von denen übernehme. Und die haben dann praktisch direkt, bevor wir diesen Hauptvertrag unterzeichnen sollten, haben die sich es einfach anders überlegt und haben wir gekündigt. Ne? Und das war für mich halt damals ganz, ganz schlimm, weil ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen, als da zu leben. Und na gut, für mich war damals auch diese Erfahrung war traumatisch und ich habe dann zwar auch nach anderen Landstücken gesucht, um wieder was Ähnliches zu machen, aber irgendwie war ich gar nicht in der Lage dazu, weil ich einfach noch so mit diesen 2,5 Hektar Permakulturgelände verbunden war. Ne? Und dann hat sich das Leben irgendwie anders entwickelt. Ich war ein reisender Seminarkoch, ne? Und habe ich habe Seminare angeboten und mediale Lebensberatung gemacht und irgendwann ist Regenbogenkreis entstanden. Und
Also ich war eigentlich immer so auf der Suche, ne? Ich wollte auch immer so Projekte starten. Ich bin zum Beispiel nach Rügen gegangen, habe da 4 Jahre auf Rügen gelebt, wollte dort auch so ein großes Permakulturprojekt aufziehen. Das ist aber an der Finanzierung gescheitert, ne? Ich hatte also so eine Halbinsel, die ich kaufen wollte, habe aber die Gelder dafür nicht zusammenbekommen. Und so, das heißt, also ich war immer auf diesem, ich wollte eigentlich immer wieder sowas machen, aber es hat nicht aus verschiedenen Gründen funktioniert, ne? Und ich habe irgendwelche Sachen mir angeschaut und hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt der richtige Platz für mich ist. Und so war ich auch ganz, war ich oft in Thailand, ne, in Asien, auf Bali und, oder ich war auch in Amerika, auf Hawaii und war viel unterwegs und aber immer dass ich das wieder machen wollte, das war immer klar, ne? Und jetzt ist es durch diese ganze Corona-Situation, ist es halt nochmal so dringlicher geworden, ne? Also, dass ich wirklich gedacht habe, also jetzt, man weiß nicht, wie lange dieses System so noch funktionieren wird, ne? Weil man, ne, zum Beispiel dieses ganze Lieferketten, System, das ist ja komplett von Strom abhängig. Also wenn irgendwann mal Strom ausfallen würde, dann würde es kein Essen mehr in den Supermärkten geben, weil einfach ohne Strom kannst du keine Bestellungen machen, ne? Es kann nichts gebucht werden, es kann nichts verarbeitet werden, es kann nichts verschickt werden. Ne? Es ist ja heutzutage alles digitalisiert. Und dazu kam halt auch, dass diese, klar, ne, die Zwangsmaßnahmen in Deutschland, ich habe halt auch erlebt, wie Menschen, die ich kenne, irgendwie quasi überfallen wurden, ne, von der Polizei oder eingeknastet wurden und so. Ne? Und wo ich mir so langsam gedacht habe, ey, ne, also so. Dieses System hat sich so schnell in Richtung Diktatur entwickelt, also schnell kann man ja gar nicht gucken. Ne? Ich meine, ich wusste immer, dass es mit der Demokratie also wirklich auch nur, ne, ein Scheingebilde war, was uns so vorgegaukelt wurde. Das war mir schon immer klar. Aber dass es so schnell sein wahres Gesicht zeigt, damit hätten wir alle nicht gerechnet. Ne? Und deswegen haben wir uns halt entschieden, erstmal nach Portugal zu gehen, mit dem Wohnmobil. Ne? Das habe ich auch schon so autark. Also da schon auf Autarkie geachtet, ne? Dass wir also ganz viele Lebensmittel mitgenommen haben, also natürlich Bio-Lebensmittel und Regenbogenkreis, Superfoods und sowas. Und wir haben dann eine Solaranlage und ich habe dann einen Router und ne, also so alles, was irgendwie Komposttoilette und sowas, alles, was wir so zum Leben brauchen. Und sind halt, haben uns halt erstmal so für Portugal entschieden, weil wir gehört haben, dass in Portugal eben sehr viele alternative Communities auch schon sind und auch viele Menschen leben, die einfach eine ähnliche Ausrichtung haben oder eine ähnliche Philosophie oder auch eben dieses Leben im Einklang mit der Erde und Permakultur, ne, die das einfach schon leben und denen das so wichtig ist. Und dann haben wir einfach gesagt, wir gehen jetzt erstmal nach Portugal, gucken einfach mal, wie es da so ist, ne? Und jetzt sind wir ja, glaube ich, knapp 3 Monate hier und jetzt zeigt sich, dass es echt schöner ist, als wir dachten, ne? Und auch, dass eine riesen Community existiert, auch Freilerner und alternative Schulen und Selbstversorgerprojekte und Gemeinschaften. Also teilweise Leute, die hier schon seit Jahrzehnten leben, ne? Und das ist auch so ein schönes Miteinander gibt auch zwischen Portugiesen und den Zugereisten. Ne? Und das auch gerade hier so in diesen verlassenen Bergregionen, wo also die jungen Leute alle weggehen, sich dann natürlich die Gemeinden freuen, wenn dann eben wieder doch dann aus dem Ausland wieder Menschen dahin kommen, dass also das nicht komplett hier die Infrastruktur eben so auseinanderbricht. Und ja, also es gefällt uns einfach total gut. Und da wir jetzt einfach hier sind und hier kann man ja auch gut Permakultur machen, es gibt ja auch Permakulturprojekte. Haben wir gedacht, ja, also warum sollen wir jetzt noch länger irgendwo anders suchen? Hier ist es total schön, ne? Ganz viele Möglichkeiten. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir hier einen passenden Ort finden, wo wir hier einfach uns niederlassen können. Und wenn das so sein soll, dann wird halt der richtige Ort kommen. Und wir gucken halt im Moment intensiv nach Immobilien, ne? Also so eigentlich jeden Tag, also jeden Tag auch Besichtigungen, ne? Also ganz konkret. Gibt es da schon irgendwas, was so geeignet erscheint? Ja, bisher war es immer so, wir haben eine sehr genaue Vorstellung von dem, was wir so brauchten. Ne? Und bisher war es immer so, dass also Teilaspekte total gepasst haben und andere Aspekte wiederum nicht. Und wir suchen jetzt nach einem Ort, wo wirklich alles zusammenfällt. Ne? Also wo diese verschiedenen Punkte auch wirklich zusammenkommen. Und
Ja, aber es ist total spannend. Also wir haben das Gefühl, so mit jeder Besichtigung kommen wir so diesem Traum näher. Das ist echt ein ganz spannender Prozess. Das ist ja auch ein Prozess der Manifestation, ne? Also so etwas eben auszusenden, was zu manifestieren, aufzuschreiben und dann zu gucken, wie führt uns das Leben? Weil mit jedem Objekt bekommen wir auch mehr Klarheit, ne? Also so, worauf muss man achten? Also zum Beispiel ist hier in Portugal das Thema Feuergefahr, also ganz, ganz zentral, ne? Weil hier gibt es immer wieder heftigste Waldbrände. Also zum Beispiel hier, wo wir jetzt gerade sind, da gab es 2017 über hunderte von Kilometern einen Waldbrand, wo wirklich alles abgebrannt ist, ne? Viele Menschen gestorben sind und so. Und deswegen ist es halt auch eine ganz wichtige Frage, wie kann man sein Grundstück eben vor Feuer schützen und so, ne? Damit dann halt, wenn wieder sowas entsteht, eben, ja, dass eben nicht alles, was man da aufgebaut hat, dann plötzlich zerstört wird. Ja, also so lernen wir halt im Moment täglich dazu, ne? Über wie das hier so funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt. Und das ist natürlich klar ganz anders als in Deutschland in ganz vielen Bereichen, ne? Ganz anders, zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Baugenehmigung geht, da kann es ganz, ganz lange dauern, bis man überhaupt irgendeine Genehmigung bekommt, weil die einfach sich sehr viel Zeit lassen. Und so, ne? Das ist ganz andere Bedingungen in vielen Bereichen. Also dann wird es wahrscheinlich dann bei dir Portugal werden und dann Im wieder. Moment, ja, im Moment sieht es so aus. Also haben wir große Lust zu und haben auch echt schon so, ist so ein Feuer da, ne? So ein Feuer, jetzt so den Platz zu finden und dann halt auch loszulegen, ne? Ja. Ist auf alle Fälle eine spannende Reise. Da kannst du auch dann darüber noch mal ein Buch schreiben, lieber Matthias. Ne, so diese Findung, auf was man auch achten muss. Und ja, Permakultur, also vielleicht, ich würde mich noch mal freuen über ein Buch über Permakultur, wenn du das dann noch mal so zusammenbringst. Weil ich denke, das könnte auch wirklich was für die Zukunft werden, Permakultur, großflächig. Ist zwar am Ja. Anfang, ne, du weißt das ja, glaube ich, auch am Anfang ist es ein bisschen eine Arbeit, man steckt mehr rein, als rauskommt. So habe ich das zumindest immer gelesen. Es kommt auch wahrscheinlich darauf an, was man für eine Art von Permakultur macht und wie das Gelände Genau. ist auch. Gibt es wahrscheinlich auch Faktoren, die man beachten sollte, aber es ist auf alle Fälle auch eine Zukunftsvision, das großflächig zu verbreiten, Permakultur. Ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Also, und klar, natürlich ist jedes Projekt ist eben ganz unterschiedlich. Das ist ja auch das Besondere an Permakultur. Es gibt ja da keine starren Richtlinien oder sowas, ne? Aber letztendlich geht es ja um Leben im Einklang mit der Natur und dass man halt diese natürlichen Gesetzmäßigkeiten sich so zunutze macht, dass man auch mit möglichst wenig Aufwand, also hohe Ernteerträge erzielt, aber immer im Einklang mit der Natur. Also insofern geht Permakultur halt auch noch weit über biologische Landwirtschaft hinaus, ne? Weil zum Beispiel in der Permakultur gibt es eben keine Monokultur, sondern gibt es eben nur Polykultur, ne? Also dass eben Pflanzen zusammenwachsen, sich gegenseitig fördern und unterstützen. Und das ist auf jeden Fall das, was die Zukunft braucht. Und früher, also die Menschen haben ja früher, ohne dass es diesen Begriff gab, ne, aber nach diesen Prinzipien Selbstversorgung substanzielle Kleinlandwirtschaft betrieben. Also insofern ist es, ja, also heißt es wieder zurück zur Natur, aber eben noch mit einem anderen Wissen oder einem anderen Bewusstsein. Ne? Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Matthias. Ich danke dir sehr für die Einblicke und auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und ich habe ja schon erwähnt, du bist auf alle Fälle auf YouTube, du bist auf Telegram, du bist auf Instagram. Also eine Webseite, ein Blog. Werde ich auf alle Fälle alles unten verlinken für alle, die sich jetzt für den Weg von Matthias interessieren. Auf YouTube kann man ja auch verfolgen, ne, was bei euch gerade so passiert in Portugal. Da gibt es auch schon ein paar Ja, Videos. genau, oder genau, und wenn ich poste im Moment auch täglich, fast täglich Stories über das, was wir hier so erleben, ne? Also auf Telegram findet man das oder Instagram oder Facebook. Je nachdem, jeder hat ja so seine Kanäle, ne? Aber da findet man das alles. Und genau, und auf meinem Blog, ich habe ja einen Reiseblog auf matthias-langwasser.com. Und da sind auch praktisch die Videos und also alles zur Reise, auch mit Bildern und so. Da findet man eigentlich noch am meisten über die Reise, ne? Dann werde ich den auch Auf noch dem verlinken. Blog. Und ich werde natürlich auch dein Buch verlinken. Auf alle Fälle empfehlenswert. Reise in die Freiheit, sind auch ein paar schöne Bilder dabei. Matthias in ganz jung, bis jetzt aktuell. Schöne Bilder. Da muss ich auch ein bisschen so einen Einblick machen von dir. Ja,
Liebe Zuschauer, was haltet ihr von unserem Interview? Was haltet ihr von den Erfahrungen von Matthias? Was sagt ihr dazu? Eure Meinungen, eure Gedanken? Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen gemacht, die so in die Richtung von Matthias gehen. Es ging jetzt um die, genau, in der Wildnis leben, Permakultur, Freiheit und vielleicht auch Auswandern. Also gern lasst Kommentare unter diesem Video. Wir freuen uns über freien Austausch. Dann danke ich dir nochmal, liebe Matthias. An die Zuschauer alles Liebe, alles Gute und bis bald. Bis bald. Tschüss.